Zusammen macht es gleich doppelt so viel Spaß. Immerhin sind Wettkämpfe für jede Schwimmerin, für jeden Schwimmer etwas ganz Aufregendes. So auch für Elisa Sternberger von den Berliner Haien. Denn beim deutschen Mannschaftswettbewerb der Masters hat sie ein Familienmitglied im Schlepptau, ihre Tante Katrin nämlich. Es war großartig. Wir sind seit 3 Jahren auch das erste Mal wieder Mannschaftsmeisterschaft mitgeschwommen. Elisa ist jetzt endlich so alt, dass sie bei den Masters mitschwimmen kann. Und es war ein toller Wettkampf, tolle Erfahrung. Gerade noch selbst im Schwimmbecken schon Coach und feuert Katrin ihre Nichte an. Nicht nur einmal, sondern gleich dreimal. Die Leistungen von Elisa können sich wirklich sehen lassen. Sie sammelt zahlreiche Punkte für ihre Mannschaft. Und das ist bei diesem Wettkampf besonders wichtig. Insgesamt ermitteln 12 Vereine aus Berlin in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark die Sieger in der jeweiligen Landeswertung sowie die möglichen Teilnehmer für den Bundesentscheid im November. Das war mein erstes Mal bei einem Masters-Wettkampf. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Wir sind ja schon ein bisschen gewöhnt, zusammen Wettkämpfe zu schwimmen. Die Masters ist so das Schöne noch, das auch nach dem Professionellen noch ein bisschen weiterzumachen und dann trotzdem mit spannenden Leuten zusammenzukommen und ja, das so ein bisschen zu genießen. Frauen und Männer bilden eine gemeinsame Mannschaft. Allerdings müssen pro Team mindestens 5 Altersklassen vertreten sein. Getreu dem Motto, hier schwimmt jeder für jeden. Und jedes Jahr ist dieser Wettkampf wie ein kleines Klassentreffen. Dazu gibt es auch ein großes Wiedersehen mit der zweifachen Olympiasiegerin Manuela Schubert, den Schwimmfans besser bekannt als Manuela Stellmach und weitere Europameister aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Habe ich mal Manuela Schubert, damals noch Stellmach, im Fernsehen gesehen. Wir mussten dann alle mit unserer Schulklasse dann halt die Wettkämpfe anschauen. Und dann kam die wieder zu uns in unser Schwimmbad und da war das natürlich, ich kriege auch jetzt gerade noch Gänsehaut, das waren so, so will ich auch mal sein. Ich möchte auch Olympiasieger werden und das war halt eben meine frühere Motivation. Dieser Wettkampf ist wieder das beste Beispiel dafür, dass es zusammen doch gleich doppelt so viel Spaß macht. Ob als Tante oder Nichte, Olympiasieger oder Europameister oder als Mannschaft. Der Teamgedanke ist das, was beim Landesentscheid des deutschen Mannschaftswettbewerbs der Masters zählt.